Hallo. Mir wird der Protest gemacht im weitesten und im nächsten Sinne, in dem Maße, in dem ich immer beweisen muss, dass es mich gibt als Taro, als Ich-Identität. Aber irgendwie gelingt es mir nicht so wirklich, weil jedes Selbstgefühl, jede Identität, die sich dann aufbaut, bröckelt irgendwie auf einmal wieder in sich zusammen und ist dann so mit so einer Leere konfrontiert. So, oh, ja. Oder in der Fülle, oh, kann sie auch nicht wirklich bestehen. Dann hocke ich hier ganz alleine vor diesem digitalen Aufnahmegerät. In der Idee, da gibt es noch 6 Milliarden andere Identitäten, die sich mit demselben Zeug rumschlagen müssen. Oder auch nicht. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Ich habe ja hier die absolut individuelle Erfahrung mit dem ganz einzigartigen Programmierungsgut von dem, was ich hier erlebe. Naja, dann trinke ich mal auf meinen Untergang oder auf meinen Aufstieg. Vielleicht wäre ich ja mal Richter. Steige ich auf zum Richter und kann dann über mich selbst richten, sozusagen, während ich wieder beweisen muss, dass es mich auch als Identität gibt. Aber oft gibt es dann auf einmal so die oh, volle Fall in die Sinnlosigkeit und die Depression, Frustration, weil alles so, nachdem ich mich so rangel und hangel und Dings und was ich aufbaue, flutscht wieder, zerfällt wieder irgendwie so, irgendwie lohnt es sich gar nicht, wirklich was aufzubauen hier in der Welt. Es ist irgendwie langweilt mich irgendwie. So wie Jesus mal sagte, mein Himmelreich ist nicht von dieser Welt. Ich zeige euch, dass euch die Welt nicht glücklich macht. Bla bla bla. So geht's mir manchmal. Oder auch nicht. Ja, schau, ich mache ja auch nur das Video, um wieder beweisen zu wollen, dass es mich gibt. Dass mir jemand zuhört. Aber der Einzige, der jetzt hier ist, das bin ich. Nur ich höre mir zu. Ja, sowas Tolles. Ja, also wenn da mal der Prozess vorbei ist und ich verloren habe und ich nicht beweisen konnte, dass es mich gibt, ja, vielleicht sehen wir uns dann wieder.